Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute zeige ich euch mal ein paar Düfte, die eigentlich für den Sommer bestimmt sind. Also es sind Sommerdüfte, die aber im Winter jetzt, wenn Schnee vor allen Dingen liegt, sehr geil und nice kommen. Ich sage das ja schon seit Längerem, dass man ja Sommerdüfte auch in Winter tragen kann. Ich meine, früher hat das, oder ich wiederhole mich, früher war es auch egal. Da hat man egal wann welchen Duft getragen, aber diese Düfte, die ich euch zeige, haben einen geilen Effekt, wenn es kalt ist. Also, da wollen wir mal reinhauen. Aber bevor ich das vergesse, für alle Neuen, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Bleibt einfach hier. So, jetzt wollen wir mal loslegen. So, und der erste kommt von Guerlain und ist L'Homme Ideal Cologne. Ja, das Cologne gibt es leider nicht mehr, ist eingestellt worden, aber es gibt ja so bestimmte Seiten etc. pp. Da könnt ihr diesen sehr geilen Duft noch bekommen und das ist der Lieblingsduft von meiner Frau an mir, wenn ich den trage, denn ist Endstation und das ist einfach zitrische Mandel, sage ich immer, also Mandel und Zitrone, sehr, sehr gut. Ja, geil, muss man schon sagen. Es ist im Endeffekt, ich predige das schon seit, oder bevor er eingestellt worden ist, alle haben ihn vorher gesagt, ja, ist nicht so dolle. Und seitdem er eingestellt worden ist, der Duft, Mandel, Zitrone, cremig und so weiter. Ja, ich habe es doch vorher gesagt, der ist geil. Problem, Haltbarkeit ist nicht so gut, leider nur ja wirklich 4-5 Stunden, aber das ist schon Maximum. Vielleicht, wenn man einen guten Tag hat, hält er länger, aber der Duft ist ein Traum. Ja, L'Homme Ideal Cologne von Guerlain. So, als nächstes kommt ein Duft Hermès, der funktioniert auch sehr geil, wenn es kalt ist. Age 24. Ja, der kommt richtig geil durch die Narzisse, vor allen Dingen am Anfang, in der Kopfnote. Und das macht ihn, ich meine, dieser Duft, da ist auch Rose drin. Ich glaube, Salbei, Narzisse. Oh, ich finde diese ganze Kopfnote brachial gut. Also im Endeffekt den ganzen Duft, ne? Aber die Kopfnote zerstört wirklich. Ich finde ihn sehr geil. Das ist das Eau de Toilette. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Age 24 ist im Sommer, jetzt, wenn es kalt ist, richtig gut. Es entfaltet sich noch richtig anders. Und da kommt diese Narzisse, dieses leicht cremige, coole Gefühl, wenn ihr diesen Duft, dieses Saubermann-Gefühl rüber, wirklich noch etwas minimal grün. Und dann habt ihr es, Age 24 von Hermes, ist richtig nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie ich immer so schon sage. Also wirklich, wenn ihr den, probiert den mal jetzt, gerade wenn Schnee liegt, in Hamburg liegt wieder Schnee, saugeil. So, der nächste kommt von Armani, ist Acqua di Gio, das Parfüm. Ja, ich habe das Parfüm genommen, weil das Profumo, was immer auf 1 war, ja eingestellt worden ist. Ich habe ihn zwar noch, aber ja, ich nehme jetzt mal das Parfüm, weil das gibt es wieder so ein bisschen entspannter. Ist zwar auch Weihrauch, aquatische Noten. Ne, dieses Aquatische mit dem Weihrauch ist nice, nur nicht so extrem oder auch nicht so gut wie beim Profumo, aber schon sehr gut geworden. Und jetzt gerade zu dieser Jahreszeit kommt diese kühle Erfrischung. Geil, als wenn man eine Erfrischung, wenn es kühl ist. Ja, im Endeffekt manchmal, ja, habt ihr einen schweren Arbeitstag im Büro, whatever. Habt ihr vielleicht mit, obwohl er 8 Stunden hält, also der hält wirklich gut. Dann ist dieser Duft, wenn der immer wieder rüberkommt oder im Büro, einfach genial. Ne? So, und wenn ihr unterwegs seid und also aufsprühen, rausgehen und dann diese, das ist geil. Bergamotte, aquatisch und Weihrauch. Also ist ziemlich dicht dran am Profumo, ist nur ein bisschen abgerundeter, Parfüm eben ein bisschen, vielleicht sogar besser gemacht, aber insgesamt ist das Profumo, ja, wenn man das, ich will nicht Brackwasser sagen, aber wenn man dieses Aquatische mit Weihrauch oder mehr aquatisch mehr liebt, dann ist das Profumo besser, aber sonst dieser Duft, das Parfüm Acqua di Gio. So, der nächste Duft ist ein Saubermann-Duft und wenn ihr auf dem Weg seid, wenn ihr zum Beispiel mit dem Zug fahrt, was ich bete für euch, dass ihr das nicht müsst, dann solltet ihr Amber Pur Homme von Prada benutzen. Ein Saubermann-Duft schlechthin. Vetiver, frisch, einfach ein weißer Duft. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Lavendel, er ist nicht so pudrig, aber doch schon cremig und einfach, also einer der besten Saubermann-Düfte auf dem Markt. So,
Ich bin der Meinung, den gibt es noch. Wenn nicht, natürlich schade, dann sofort holen. Also wenn ihr den aussprüht, ne, das ist genial. Diese Sauberkeit, dieses cremige Vetiver, Lavendel, Entspannung pur. Kardamom und Mandarin ist auch drin, aber Kardamom finde ich ist, ich finde das, nehme das, Kardamom ist sonst sehr stark, aber ich nehme es nicht wirklich so wahr, aber die Mandarine am Anfang, wie gesagt, dieses saubere, einfach als wenn ihr ja aus der Wäsche eure oder aus dem Trockner eure Wäsche holt und sie riecht, weil die mit einem Weichspüler gespült worden ist, was auch nicht unbedingt so gut ist, aber das ist eine andere Geschichte, aber so riecht dieser Duft, geiler Duft. So, der nächste, den gibt es leider nicht mehr, aber ich muss den reinnehmen, weil wer ihn hat oder wer noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, muss ich den Mugler oder Terry Mugler, wie auch immer, Ultra Zest holen. Der ist ja sehr beliebt, der war schon beliebt, wo er eigentlich draußen war noch. Hier ist die Blutorange, Süße, allgemein Orange, dann Patchouli, vieles kommt über Patchouli, leichte Süße, leichte Frische, Blutorange, geiler, geiler Duft, dazu Minze, also leicht minzig im Background, das macht ihn frisch und dieser Duft ist, wow, absolut nice. Einer der beste aus der Reihe. Ich bin immer wieder froh, dass ich die Reihe habe. Ich habe früher euch gesagt, holt euch diese Düfte, wer weiß, wie lange es sie gibt. Ja, jetzt sind sie, ich glaube, komplett eingestellt, aber der Ultra Zest ist nice. Und diese, viele sagen immer, oder es wurde mal gesagt, dass er nach Orangeneis mit der weißen Füllung schmeckt. Naja, ich sage mal, der ist geil, der Duft. Aber wenn so Eis so riecht, so schmeckt, sorry, dann würde ich das nicht unbedingt essen. Also ihr habt schon, wie gesagt, Blutorange eher mit Orange, Zimt. Ja, das ist ein geiles Zusammenspiel, aber ist nicht unbedingt wie ein Leckeis, whatever. Aber der Duft, ein Meisterwerk von Mugler, was ja diese Art Duft oder Düfte angeht. Sehr geil. Bevor ich das übrigens vergesse, in diesen Ultra Zest ist auch noch Kaffee drin. Das fällt mir gerade ein. Kaffee ist minimal im Background. Auch, ne, das kommt auch geil. So, jetzt kommt Atkinson 44 Gerard Street und den musste ich einfach nehmen. Da habt ihr Ingwer und Eukalyptus. So, und ich rieche fast Eukalyptus und Ingwer nur oder Ingwer oder Eukalyptus. Und das ist so ein geiler Duft. Ah, das ist ein Traum, denn die Süße, leicht zitrisch. Eine zitrische, als wenn eine Zitrone auf die Ingwer trifft, plus Eukalyptus. Und die leichte Süße durch den Ingwer im Endeffekt. Oder Säure, scharf, Süße. Geil. Und dann dieser geile Flakon. Wow. Absolut nice. Vor anderthalb Jahren auf Sylt gekauft. Ich kannte vorher nicht. Sofort mitgenommen. Ein hammergeiler Duft, jetzt auch, also er ist grundsätzlich ein Begleiter im Sommer, aber jetzt, ja, und er hält 7 bis 9 Stunden und ja, der Ultra Zest übrigens, da, also das ist wirklich 10 Stunden Haltbarkeit und der Amber Pour Homme, weil ich das vergessen habe, liegt so bei 7 bis 8, 9 Stunden, aber das kommt davon von Batch zu Batch, da wurde wieder rumgedoktert, aber whatever, ja, 44 Gerard Street, bitte merken, wirklich, den merkt euch mal, so, wirklich geiler Duft. So, und zu guter Letzt kommt Malibu Party in the Bay. Wow. Wow. Limette und Kokosnusswasser und Zucker. Und das merkt ihr. Hat für mich sehr viele Ähnlichkeiten zu Virgin Island Water von Creed. Der ist ein bisschen runder vielleicht gemacht, aber nicht besser. Nur ein bisschen anders, ein bisschen runder. Sonst habe ich, bin da mal sehr viel Ähnlichkeiten. Nur der hält besser und 100 ml. Und ihr wisst ja, Creed aktuell, ne? Und hier, wow. Also wenn ihr einen guten Ersatz, meiner Meinung nach, ich habe das bis jetzt noch nicht gehört, einen guten Ersatz haben wollt von Virgin Island Water, dann Malibu Party in the Bay von Simone Andreoli oder Andreoli, wie auch immer. Das ist ein geiler Duft und oh, das ist Traum. Das ist ein Traum. Ich meine, ich mache den Creed auch, den mochte ich schon immer, aber ich hatte die alte Version. So, ich in Endeffekt, ah, da komme ich jetzt von ab, dann schweife ich ab, den WTWR, den Virgin Island Water, den Santal, Original Santal, die würde ich gerne nochmal haben. Ich weiß, da gibt es ähnliche Düfte, habe ich auch, aber irgendwie diese drei. Aber mich nervt es einfach, dass wahrscheinlich, naja, was kann man beim WTWR noch, also so stark war der nie. Aber ihr kennt ja Creed und ja, weiß ich noch nicht, mal gucken. Aber wenn ihr, vielleicht ist er ein bisschen synthetischer als der Creed,
aber er hält länger, er ist da, er ist nice, er ist präsent. Das Kokoswasser mit der Limette harmoniert einfach so, harmoniert einfach, geiler Duft. So, jetzt schreibt mal unter, welche Düfte habt ihr denn so? Benutzt ihr Sommerdüfte im Winter? Das wäre ganz cool zu wissen, welche. Ich könnte natürlich noch mehr holen, aber das waren so meine Hauptsächlich, die ich so im Kopf hatte, das waren jetzt 7, glaube ich, wo ich sage, das ist wirklich geil. Gerade wenn es kalt ist, passen die wie die Faust aufs Auge. Und ja, dann gehen nochmal Grüße raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr diesen Kanal weiterhin unterstützt. Freut mich sehr. Ja, und dann Leute, macht's gut, haut rein. Bleibt hier, abonniert gerne meinen Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal.